Hallo meine Lieben, ich bin's. Ihr werdet mich heute nicht in einer Aufnahme sehen, weil mich eine Erkältung am Wochenende wirklich voll dahin gerafft hat. Und ich hatte aber dieses Jeans-Video, also schwarze Jeans-Video versprochen und möchte natürlich mein Versprechen einhalten und werde euch jetzt mal so ein bisschen aus der Ferne hier, also dass ihr mich, also die Schuhe seht und die Jeans seht. Also Thema ist eine Skinny Jeans und heute nur mal das Thema Schuhe. Und ich habe festgestellt beim Thema Schuhe, dass ich nur schwarze Schuhe habe. Ich habe fast nur schwarze Schuhe, außer ein paar Uggs, die einmal so grau und einmal cognacfarben und naja, so ein paar Sandalen, die etwas bunter sind, aber ansonsten ausschließlich schwarz. Nun denn, schwarze Hose und schwarze Schuhe geht ja auch wunderbar. Ich habe jetzt so einen längeren Stiefel hier an. Das ist ein flacher Stiefel, ein MoMA-Stiefel. Dazu sehen Skinny Jeans immer klasse aus. Was eine absolute Modesünde ist, das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, das könnt ihr überall nachlesen, das sagen alle Modedesigner, wenn ihr eine enge Hose tragt und dazu einen Stiefel mit einem hohen Schaft und einem Absatz. Das geht überhaupt nicht. Also ein absolutes No-Go. Wenn ihr enge Hosen in den Stiefel steckt, dann sollte das ein flacher Stiefel sein, also ein klassischer flacher Stiefel, vielleicht auch nicht so eng anliegend. Dieser ist hier so ein bisschen weit. Was haben wir denn noch im Angebot? Ich wollte euch zeigen, wie das mit Uggs aussieht. Sneakers natürlich nicht, also das wissen wir, Sneakers ist immer lässig. Dann haben wir hier so ein Biker Boot, wir haben die Chelsea Boots und Ankle Boots. Hier ist so ein Escada, so eine ganz süße Sandalette mit Swarovski Stein, die habe ich schon 10 Jahre. Das ist nichts Aufregendes, es ist ein Schuh, so eine Knöchelsandalette mit einem Reißverschluss hinten von Cox. Ich glaube, Cox ist so eine Marke von Götz, ne? Und das ist eben auch noch ein Highlight, ein Jimmy-Schuh, ein einfacher Pumps, den ich sehr, sehr mag und das ist einfach ein Klassiker. Also die Skinny Jeans ist ja seit Jahrzehnten aus dem Kleiderschrank wie das Ringel-Shirt nicht mehr wegzudenken. Und ich zeige euch jetzt heute keine Styling-Ideen, also so oberkörpermäßig, sondern einfach nur mal, damit ihr seht, wie unterschiedlich so eine Hose aussehen kann. Das ist zum Beispiel hier so eine Jeggings. Die hat so einen Gummizug hier. Ich zeige das mal, so einen Gummizug und so schräge Knöpfe und ist unten so ein bisschen abgeschnitten. Die zeige ich euch gleich. Und dann ziehe ich noch eine ganz normale Skinny Jeans gleich an. Also, das wie gesagt ist das Modell MoMA mit engen Hosen. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Sieht lässig aus, ist bequem. Ein schönes Outfit. So, wieder zurück, ganz anders. Sieht diese Hose, die ich soeben noch mit einem langen Schaftstiefel anhatte, mit einer Sandalette aus. Diese Sandalette, so ein bisschen, ist aus Wildleder. Hat hinten einen Reißverschluss. Die ist super bequem. Also auch für, da kann man ganz toll drauf laufen, weil das so ein bisschen plateauförmig ist. Wohingegen diese Sandalette, die wirklich ganz zauberhaft, allerliebst und süß ist, die mag ich wirklich gerne. Mit der bin ich schon mal durch L.A. gerannt. Das war ein Horrortrip, ich sag's euch. Die ist eine ganz zarte Sandalette mit Swarovski-Stein. Die sieht gar nicht so bequem aus. Ist es aber. Die läuft sich ziemlich cool. Und nun hat das Ganze, hat diese Hose ein ganz anderes Gesicht, ne? Also die Hose hat kein Gesicht. Also es ist ein ganz anderes Outfit als mit so einem Schaftstiefel. Ja, das ist der Unterschied. Also ich lasse jetzt mal mein Bläserchen an. Das ist ein kleiner süßer Bläser, den habe ich damals gekauft von einiger Zeit von der Firma Wunderkind. Der ist ja nicht ganz süß mit dem Trompetenärmelchen, ne? Ein ziemlich schickes, elegantes Outfit mit dieser Skinny Jeans, wenn sie mit einem High Heel oder einer Sandalette getragen wird. Um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, habe ich jetzt mal so einen Schuh angezogen. Jetzt sieht man natürlich zwei gleiche Schuhe an, das ist logisch, ne? Auch sehr lässig und schick und elegant ist die Skinny Jeans mit einem Pumps. Ich finde, man sollte in einen guten Pumps, in dem man super laufen kann. Ihr solltet das nicht meinen, man kann in diesen Pumps ganz toll laufen. Der Absatz ist auch nicht zu hoch. Sollte man ein bisschen investieren.
Der war nicht billig. Jimmy Choo könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Der sieht schön aus. Zu einem Rock. Zu so einem Ballonrock. Zu einem Kleidchen. Ich hatte ihn auch schon mal zu so einem Spitzenkleid an. Worauf ihr wirklich achten solltet bei einer Skinny Jeans, wenn ihr Skinny Jeans mit einem Pumps, mit einem Stiletto oder einem High Heel kombiniert, die Hose darf nicht zu lang sein. Also der Stoff darf sich unten nicht stauchen. Wenn es so ist, dann krempelt die Hose einfach um. Das kann ich euch nachher nochmal zeigen. Mit der anderen Hose ziehe ich dann gleich an. Das ist hier, wie gesagt, diese Jeggings, die ist unten abgeschnitten. Ich finde, das ist eine sehr schöne... Also ihr könnt die Hosen noch selber abschneiden, ne? In die Waschmaschine schmeißen, dann wirkt das automatisch dann so ausgefranst. Man muss die sich nicht unbedingt kaufen. Es ist ganz hübsch, wenn die so ein bisschen absteht unten. Die, ne? Das ist so ein bisschen... Also ich finde mit... Ich bin selber ganz fasziniert. Das sieht ziemlich cool aus mit so einem Pumps. Und diese Hosen sind wahnsinnig bequem. Diese Jeggings, die gibt es ja auch von allen Labels mittlerweile. Und jetzt ziehe ich gleich meine richtige Skinny Jeans für euch an. Mit den anderen Boots, ja? So, jetzt habe ich eine ganz normale, klassische schwarze Skinny Jeans angezogen und ein paar Enkelboots mit einem Blockabsatz, mit so einem Stretch-Gummi hier dazwischen. Das ist jetzt keine Sockboots. Diese Sockboots sind ja auch ziemlich in die oberhalb des Knöchels enden und wie so eine Socke, also ganz eng oberhalb des Knöchels aufliegen. Also bei diesen Hosen sieht es wirklich schöner aus, wenn die Hose mit der Stiefelette, also dem Enkelboot, abschließt. Ich kann euch das mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn ihr das lang lasst. Da sieht es ziemlich langweilig aus. Ups, also wenn ihr das jetzt einfach so, so kann man es natürlich auch tragen, aber ich finde, es sieht ein bisschen langweilig aus. Ich finde, das ist ein bisschen schicker, stylischer, wenn es hochgekrempelt ist. Also entweder schneidet ihr die Hose ab oder ihr krempelt sie um oder ihr näht sie um. Die drei Möglichkeiten gibt es. Das ist also mit einer heißen Stiefelette und Skinny Jeans geht immer. Da seid ihr immer auf der richtigen Seite. Wenn ihr eine schöne Stiefelette habt, das ist jetzt auch wieder Wildleder. Ich ziehe jetzt gleich nochmal ein paar Chelsea Boots an. Was ich noch sagen möchte, eine Skinny Jeans sieht natürlich auch toll aus mit Ballerinas. Es ist dann sehr romantisch für Frauen, die lange Beine haben, sehen Ballerinas wirklich klasse aus. Ich habe jetzt keine Ballerinas mehr da. Ich habe die alle verkauft. Ich wollte sie nicht mehr, weil ich kann da drin nicht besonders gut laufen. Und das ist ja auch nicht so besonders günstig, ne, für die Füße. Gut, also das ist jetzt der Chelsea Boot. Man kann den, wie gesagt, auch wie im vorigen krempeln, die Hose. Oder man lässt es einfach so einfach auslaufen, die Hose. Irgendwie macht das schon ein bisschen längeres Bein, ne, wenn man es nicht gekrempelt hat. Aber es ist eben stylischer. Und das können wir auch. Auch Ladies mit 40 plus, 50 plus. Wir können auch die Hose ein bisschen hochkrempeln. Die Ladies, die in meinem Alter sind, könnt ihr euch noch erinnern. In den 70er Jahren hatten wir so hohe Schaftstiefel. Und da hat man die Hose umgekrempelt bis unterhalb des Knies. Das sah herrlich aus. Das war die ABBA-Zeit. Ich weiß noch, war mal ganz verrückt. Na, nun gut. Also mit dem Chelsea Boot absolut alltagstauglich, auch fürs Büro. Es ist schön bequem und der hat auch so ein Metallstück da hinten. Ich hatte die von Jimmy Choo auch gesehen, die waren nur irrsinnig teuer und da habe ich heute den gekauft. Der ist sehr, also ich bin sehr zufrieden mit dem. Ist ein toller, toller Laufschuh. Ein Biker Boot, der sieht nicht nur toll zu romantischen Blümchenkleidern aus, weil ich mag ja diese Brüche, auch mit einer Skinny Jeans. Super zu kombinieren, sehr bequem, flache, robuste Sohle, der Bikerboot. Also da würde ich das jetzt nicht empfehlen, dass er ein Stück Haut vor. Das ist jetzt diese lange, die habe ich jetzt wieder entkrempelt und habe die unten reingesteckt, das ist dann schön warm, dass der Wind nicht von unten reinpfeift. Also ihr seht, wie viele Möglichkeiten das gibt, ne? So eine Hose, durch Schuhe, wie eine Hose,
durch verschiedenes Schuhwerk so anders wirken und aussehen kann und ihr ein ganz anderes, naja, ein ganz anderes Bild abgibt. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin echt noch ein bisschen daneben. Everybody's Darling, der Ackboot. Ich habe jetzt mal zwei an. Einen flachen, so ein Knöchel, da habe ich die Hose jetzt wieder hochgekrempelt. Das ist ganz hübsch mit einer grauen Strickjacke. Jetzt ist es ja noch nicht ganz so kalt, da kann man ruhig ein bisschen Haut sehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Strumpf anziehen. Und ein etwas höherer Ackboot. Der Winter kommt, ihr Süßen. Ich weiß, es ist ein flacher Schuh, nicht gut fürs, also für unsere Sohlen, für unsere Füße, aber jeder liebt sie und sie sind tausendfach kopiert, das Original nie erreicht. Also ich kenne eigentlich keine Frau, die die Dinger nicht liebt. Das ist wirklich eine geniale Erfindung der Australier, also der Ackboot. Das, ne, man hat natürlich überhaupt keine, also im Gegensatz zum Stiletto, ne, man sieht dann eben, das ist dann eben sehr, sehr bequem und sehr lässig. Es ist einfach bequem und lässig und ja, mit einem kurzen Ack, mit einem mittleren Ack. Boot, ich, so jetzt halte ich mich nochmal etwas aus der Ferne hier, ihr Süßen. Ich werde am Donnerstag dann die schwarze Jeans kombinieren mit verschiedenen Oberteilen. Und dann liegt der Fokus nicht mehr auf dem Schuh, sondern auf dem Oberteil. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao, ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr Bock habt oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis bald, ciao.